schreckliche Blut dort. Schiech. Aber für uns ist es ja normal. Wir sehen das ja fast schon täglich. Aber warum Kur? Auch für uns wäre das nun schwer. Es fällt uns nicht leicht, mit solchen Ereignissen umzugehen. Es ist ein schrecklicher Mord, der sich hier zugetragen hat. Eine junge Fomente, kaum 2 Jahre alt, wurde in der Nacht auf bestialische Weise ermordet. Etwas, das in unserer heutigen Zeit leider noch viel zu oft geschieht. Jährlich fallen bis zu 6000 Fomenten Übergriffen von Auerhähnen und Znichtenwürmern zum Opfer. Der seelische Druck steigt nun ins schier Unermessliche und auch an den Wander- und Fomentenfreunden geht dies nicht spurlos vorüber. Selbst schier muss ja nicht sein, das. Die haben ihn nie getan. Das ist, weil die Leute kein Verständnis haben und keiner schaut auf den anderen. Und da passieren solche Sachen immer wieder. Ich mag das nicht mehr sehen. Als sich die Situation wieder einigermaßen beruhigt hat, stoßen wir weiter talwärts auf die verlassene Baustelle einer Kaserne. Warum die einäugigen Wichtel ihren Bau nicht vollendet haben, können wir nicht mehr erforschen. Die Wetterbedingungen werden immer schwieriger, die Gruppe ist zum Umkehren gezwungen. Die Gefahr eines Absturzes ist nämlich nun auf 1:4 gestiegen und schon zu viele Wander- und Fomentenfreunde fanden am Dimmisjoch ihr Grab. Ein Anruf aus der WOF-Zentrale in Fort Lies bringt uns einen neuen Auftrag. Dort war es nämlich in der Zwischenzeit gelungen, einen Zeitzeugen der großen Fomentenkriege ausfindig zu machen. Ein Treffen sei bereits vereinbart, meldet man aus der Zentrale und so machen wir uns sofort auf den Weg nach Lana. Bei den Fomentenkriegen handelt es sich um einen in den frühen 40er Jahren entbrannten blutigen Guerillakrieg im Gebiet des Basayrer Dimmelsjochs. In den 60er Jahren wurden die erbitterten Kämpfe durch einen kalten Krieg abgelöst, der bis in heutige Tage heraufschwelt und auf beiden Seiten weit über 4 Millionen Todesopfer forderte. Aufgrund der völligen Nichtbeachtung durch die Öffentlichkeit fällt es heute sehr schwer, Rückschlüsse auf die Schuldigen dieses Massensterbens zu ziehen. Erst wenn die Beweislage geklärt ist, werden die Verantwortlichen dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag überstellt werden können. Ah, du, Walter, die sind jetzt da. Kein Schleiner, kein Zehner jetzt. Ja, kein Schleiner, nein, nicht. Ich hab kein Pleiner und drück dein Knie da drauf. Dankeschön. Und was möchtest du das noch wissen? Wir haben gehört, du bist früher Hirt gewesen. Ach, Hirt wohl bin ich gewesen. Aber die Viecher nicht von Jörg auch sein. Zumindest bin ich oft durch. Also dann bin ich auch gekommen auf der österreichischen Seite, bin dem Bezirk und die haben am Schuh auch hier gepasst. Die Momenten. Kenntest du den Moment? Ich habe mich wirklich gekämpft, da ist über Jahre gegangen. Ich bin auch auf die Wehen gewesen. Aber mit denen hast du nicht mehr denken können. Deshalb haben sie noch ein neues auf der Seite, auf der österreichischen Seite, mit den Hähnchen. Und die anderen haben halt noch weiter gemacht. Und wir hätten um leicht gekämpft zum Zuschauen. Und ja, deinen Wehrennischen ist gewesen. Aber das ist lange her. Oh je, dann bin ich alleine so tot gewesen. Aber wissen Sie das noch gut? Das ist eine blutige Sache gewesen. Und Morde auch an und unten in den Momenten, der haben wir schief gegangen. Und allem da bin ich so Rollbau. Die Viecher haben auch nicht mehr rausgelassen gekannt. Und Garling ist das noch schon besser geworden, weil in der Macht immer mal, weil nicht mehr kommen ist, dann war man völlig frei gewesen. Aber danach ist halt wieder weitergegangen. Wir sind auch lange nicht mehr rein auf der Rolle, weil das Muni habe ich da so geschwind nicht auf. Die beißen ganz viel. Das sind Winterburschen. Ja. Die Auerhähne, die haben keinen Fliegen. Momenten halt sind auf teuflische Hinnigung gegen. Genug.
Ja, und das geht jetzt auch noch weiter. No. Ja, jetzt, da wissen wir ja bald nicht mehr, was drin ist. Ja, aber das ist ja lang schon her. Jetzt bin ich auch nicht mehr oben, weil ich hab's nicht mehr, wenn ich da bin, das halt mal. Aber weiß ich nicht, wie das jetzt auch noch zugeht. Aber hast du da jemanden gekannt für dich? Was da war? Richtig gekannt man ihn da nicht, dann auch nicht, aber halt der ist voll Macht im Wesen. Haben sie gesagt, halt so ein Mensch. Was hat denn der Rekord? Der ist Anführer gewesen. Ja, der hat gesagt, ich soll mein, so viel geschenkt, bis es dann wieder weitergegangen ist. Wie heißt, weiß ich nicht, der Macht im Wesen ist schon gewesen und dann. Da kommen sie hinter der Kirche oben, bei den Gastleitern. Das ist ein schmalen Gastl oben, wo der große Stadel ist. Ja. Und sind da hinten unten in den kleinen Hittl, haben sie praktisch gerade gewesen. Oh, in den kleinen Hittl. Das soll ich zusammenkugeln. Jetzt. Ich frage, ist das denn jetzt Hittl gewesen? Jetzt sollte man leider schauen. Müssen wir schauen. Ja, aber das wäre ich denke, nicht eingetragen, weil das immer so zugeht. Ich glaube schon, dass es gut war, wenn ihr mit der Pistat. Ach, ich weiß nicht, so viel viele sind. Die Viecher sind ja ein Haufen oben. Uns ist das auch gleich gut, wenn viele da hinwerden. Und das möchte ich, das, dass die nicht hinwerden. Hin sein, ja. Dankeschön. Macht's gut, ja. Bitte, ja. Ist schon gut.